ich habe heute zwei XXL Süßigkeiten Mystery Boxen gekauft und werde sie heute mit meinem Cousin zusammen testen. Es wird auf jeden Fall ultra krass. 3, 2, 1. Oh, let's go. Oh, Leute. Alter, wie... Ey, das sieht übelst geil aus. Boah, Junge, die sind übel scharf. Ich muss gleich weinen. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon, Alter, heute gibt es ein ultra krasses Special-Video zusammen mit meinem Cousin Fabian. Was geht? Hallo. Genau, Freunde. Fabian ist mal wieder am Start. Ihr habt ihn ja das ein oder andere Mal schon auf meinem Kanal gesehen. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Ich bin immer noch sauer auf meine Schwester, aber mir geht's gut. Okay, wir haben es gehört, Leute. Ne? Deswegen bist auch nur du heute dabei. Ne? Nur du darfst Süßigkeiten probieren. Viel Spaß. Meine Schwester kriegt nichts auf. Also wie gesagt, die ganze Mystery Box gehört dir. Die ganze Mystery Box gehört mir. Ihr seht schon, das sind wirklich Süßigkeiten Mystery Boxen. Die habe ich so fertig bestellt. Ich weiß selbst nicht, was drin ist. Ich dachte, wir haben Brawl Stars. Nee, das ist nicht für Brawl Stars. Ich weiß aber wegen diesen Figuren, die sehen ach so. Brawl Stars aus. Nee, nee, tatsächlich nicht. Ja, stimmt. Könnte man denken, dass es so Charaktere sind. Aber Leute, es sind nur Süßigkeiten drin. Es sind amerikanische Süßigkeiten, vielleicht auch deutsch, ich weiß es nicht. Und wir machen es so, Fabian. Wir holen immer eine Sache raus, und zwar das gleiche. Kannst du schon mal einmal so drehen. Und probieren die Süßigkeit. Und ich würde sagen, wir machen es dann immer so. Wir bewerten beide von 1 bis 10, wie es geschmeckt hat. Mhm. Und dann machen wir mit der nächsten Sache weiter. Ich bin richtig gespannt, Leute. Es wird ein krasses Video. Lasst jetzt schon mal ein Like da, kostenloses Abo für mehr Mystery Boxen. Und ich würde sagen, Fabian, komm, wir machen schon mal auf und holen die erste Sache raus. Ich würde sagen, du kannst dir aussuchen, die erste Sache, vielleicht das hier, das vorne, das hier. Okay, dann schieben wir mal die Box hier beiseite. Oha! Und das erste, was wir hier haben, wie heißen die denn? Chetitos? Lol. Chetitos. Okay, Leute. Ey, aus welchem Land kommen die? Keine Ahnung. Alter, Leute, also ihr seht schon, das sind einfach mal so Jalapeno Crunchy Käsechips. Boah, das hört sich eigentlich ganz geil an, oder? Ich hab gesagt, das wird scharf. Ja, könnte scharf werden. Okay, wie findest du, riecht's? Nach Käse. Nach Käse? Mhm. Okay, okay. So, dann komm, ich würde sagen... Auf 3, genau so sieht's aus. Das sind so ein bisschen so, ich weiß nicht, ich kenne sowas aus Deutschland gar nicht so wirklich, oder? Wie irgendwie so Erdnussflips langgezogen. Stimmt, genau. Okay, 3, 2, 1. Ja, okay, ist nicht scharf. Nee, ist nicht scharf, oder? Nee. Mhm, ja. Hm, finde ich eigentlich ganz lecker, oder? Bin ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht? Mhm, da steht Jalapeno drauf. Also im Nachgeschmack ein bisschen scharf, merkst du's? Ganz bisschen, aber echt gar nicht eigentlich. Nicht so viel, ne? Was würdest du geben von 1 bis 10 für die Chips? Wie findest du die so? Die sind eigentlich schon richtig lecker. Ja. Aber ich würde sagen 7 von 10, weil ich denke, safe noch sehr, sehr, sehr viel bessere Sachen. Mhm, okay. Ich würde auch, ich würde mal eine 8 von 10 geben. Ich finde die eigentlich schon lecker. Also ich könnte mir die auch vorstellen, so zu essen nochmal. Weiter geht's. Wir stellen die Chips mal, würde ich sagen, einfach hier. Okay, die nächste Sache. Ich würde sagen... Okay, sollen wir mal das hier? Okay, wir haben dasselbe. Und, oh, was ist das denn, Junge? Das ist so eine Boost Chocolate Matcha. Was ist das? Oh, das sieht ein bisschen ekelhaft aus, oder? Schon ehrlich. Also, Leute, ihr wisst, ich habe Laktoseintoleranz. Ich hole mir mal kurz eine Laktosetablette dafür. Okay, Leute, hier steht auch drauf, Caffeinated Donut. Ach so, das ist ein Mini-Donut. Leute, jetzt check ich das. Man sieht es gar nicht, weil hier so ein... Ja, ja, das sieht voll komisch aus. Das ist aus... Ah, nee, hergestellt in den USA, lol. Oha, aber ein amerikanischer Donut. Das hört sich doch eigentlich ganz lecker an. Bah. Was ist das bitte? Der stinkt voll, oder? Ja, übel. Der sieht irgendwie auch ein bisschen vergammelt aus, bin ich ehrlich. Bro, was ist das? Der ist voll klebrig. Was Leute, ist das? Junge, ey, okay, der sieht nicht so appetitlich aus, aber wir testen es, würde ich sagen, im 3, 2, 1... Aber Geschmack ist gut. Oha. Ist krass, oder? Chocolate Matcha Jumbo Donuts. Boah, ich muss auch sagen, der schmeckt lecker, oder? Ja. Der ist so voll weich, Leute, und richtig, also der ist überhaupt nicht trocken. Der ist richtig so saftig, weißt du? Wie ein Brownie. Stimmt, wie so ein Brownie so ein bisschen. Ich würde dem ohne Witz auch eine 8 von 10 geben. Ich gebe auch 7 von 10. Übrigens, ich grüße Maximilian, weil ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht warum, aber einfach so, ich grüße dich. Grüße gehen raus an Maximilian, okay. So, dann würde ich sagen, die nächste Sache. Okay, worauf hast du Bock? Ich nehme das gleich wie du. Alter, Leute, da sind so krasse Sachen noch drin. Das Blaue? Ja. Okay, okay. Und... Oh
mein Gott, was ist das denn? Alter, Leute, ein Nerds Robe. Das sieht übertrieben nice aus. Boah, Alter, aber das, ey, das, kennst du diese Nerds? Nein. Okay, also ich kenne Nerds schon, aber das habe ich noch nie gesehen, Leute. Ey, jetzt bin ich mal... Oh mein Gott, das riecht übertrieben süß. Oh, stimmt. Oh, ich bin... LOL! Oha, das sieht übelst geil aus, Leute. Schaut mal, wenn man das so öffnet. LOL, guck wie mal. Dieses komische Knack-Haugummi auf der Messe. Oh, LOL! Alter, wie... Ey, das sieht übelst geil aus. Ey, ich habe sowas noch nie gesehen. Ich auch nicht. Mit diesen Crunchy-Teilen außen. Ich glaube, das könnte richtig lecker sein, oder? Ich denke auch. Oh mein Gott, Leute. Okay, machen so auf drei so rein, okay? Okay. 3, 2, 1, go! Mmh. Oha, voll sauer! Mmh. Irgendwas mit deinem Geschmacksnerven kaputt. Findest du nicht sauer? Nein. Mmh. Mhm. Die sind übelst lecker. Mhm. Oder? Mhm. Alles gut. Ey, das kribbelt auch so auf der Zunge ein bisschen, ne? Nein. Findest du nicht? Nein. Wenn man diese Dinger zerkauft, das kribbelt so ein bisschen. Also entweder ist es mein Geschmacksnerven kaputt oder dann. Keine Ahnung, Freunde. Ey, aber die sind auf jeden Fall sweet und crunchy, steht da so. Ey, die finde ich übelst lecker. Ich würde denen eine 9 von 10 geben. Ich würde denen eine 8 von 10 geben. Ich grüße auch Noah, weil der war ein bisschen traurig, dass er nicht da war, als er mich abgeholt hat. Der ist ein... Ach komm schon! Der ist ein richtig großer... Ach komm! Die kleinen Dinger. Was soll das? Die fand ich bisher am besten persönlich. Aber wir machen weiter mit der nächsten Sache, oder? Ja. Komm, wir nehmen die hier. Wir nehmen die hier, die Takis. Oh mein Gott, let's go, Leute. Die sind natürlich komplett krank. Und zwar sind das die schärfsten von allen scheinbar. Hast du Milch? Ich habe notfalls Milch da, ja. Aber ihr könnt versuchen ohne. Okay. Wir ziehen durch, okay? Okay. Boah, nee, also die riechen okay, würde ich sagen. Alter, aber die sind komplett rot. Ey, die sind wirklich komplett rot, Leute. Boah, ich gönn mir direkt zwei auf einmal. Ich weiß jetzt schon, dass ich Milch brauchen will, Leute. ich hab ein bisschen Angst. Ich auch. Hast du die schon mal gegessen? Nein. Genau die, nee, ne? Nee. Ich auch nicht. Ich habe mal blaue gegessen, die waren richtig lecker. Okay, dann 3, 2, 1, go. Boah, Bruder. Boah, Junge, die sind übelst scharf. Oh. Oh mein Gott, sind die scharf, die kleinen komplett. Boah, Bruder. Wie geht's? Ja, passt schon. Alter. Ey, Leute, mein ganzer Mund brennt. Kennt ihr, dass deine Zunge brennt? Ist nicht nur so, es ist so, als würde man gleich Feuer speien, Alter. Ja, wie so ein Drache einfach. Oh mein Gott. Ey, aber, also klar, die sind sehr krank scharf. Aber sehr lecker. Die sind wirklich sehr lecker. Ey, Leute, die kann ich meiner Freundin nicht geben. Wenn die isst, die stirbt, glaube ich. Kann nämlich nicht scharf essen. Oh, krank. Ey, ich würde den aber... Also sie versprechen, dass sie so scharf sind auf jeden Fall. Ja. Aber für mich sind die ein bisschen zu scharf. Ich würde denen eine 6 von 10 geben. Und du? Ganz ehrlich, eine 8 geben, weil ich liebe scharf. Okay. Ja, also ich liebe nicht so scharf so generell, aber ich liebe so scharfe Snacks. Okay, also würdest du es auch sagen, du könntest die ganze Tüte auf einmal essen? Nein. Dann Leute, sehr geil. Weiter geht's. Also die waren auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr krass. Okay, dann würde ich sagen, das nächste kannst du dir aussuchen. Was ist das? Oh, lol! KitKat Blueberry Muffin. Lol, die sehen übertrieben geil aus. KitKat Blueberry Muffin. Blaue KitKats? Lol. Witzig, dass ich das gerade gesagt habe. Ich weiß, ich hab's nochmal gesagt, weil ich es nicht glauben konnte. Auch aus Amerika, Digga. KitKat feiere ich auch persönlich, die normalen schon. Oh mein Gott, ich nehme auch eins mal. Okay, ich knall mir einfach komplett auf einmal rein, Leute. Mhm. Weiß ich nicht, ich hasse Blaubeer. Also ich hasse es nicht, aber... Boah, ich finde die aber mega lecker persönlich. Boah ja, sehr krass. Die schmecken danach, aber ich mag es nicht. Ich finde die sehr lecker, Leute. Ich finde die aber nicht so gut wie die normalen KitKat. Okay, ich würde geben eine 7 von 10. Und du? 6 von 10, Blaubeere, nee. Okay. Ey, Leute, aber sehr cool. Ich durchforste das jetzt, weil ich etwas ganz speziell... Oh, fresh. Oha, was kommt da noch alles, Junge? Krasse Sachen, aber... Leute, ihr könnt gespannt sein. Soll ich mal was zu trinken nehmen? Ja, genau das habe ich gesehen. Okay. Wollen wir links oder rechts? Links, oder? Links. Und go! Oh. LOL! Vanille. Alter, was?
Ah lol, warte, bei mir lag's andersrum. Ach so. Warte. Warte. Oh! Okay, Alter, Coca-Cola Vanille Cherry. Oh mein Gott. Die hab ich noch nie probiert so, also mit Cherry Vanille. Und du? Nein, ich habe noch nicht mal mit normaler Vanille probiert. Also die normale Vanille fand ich gar nicht gut, weil die ganz normal nach Cola geschmeckt hat. Das habe ich gesehen. Ich habe auch sehr witzige Screenshots aus dem Video rausgepackt und dann geschickt. Und er nur noch so, ja toll, dass es dir gefallen hat. Ja. Yeah. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. So ein Essensvideo mal von mir. Okay, 3, 2, 1. Ach, schmeckt auch nur nach Cola. Ja, oder? Also, ey Leute, auch hier muss ich sagen, auch sogar wenn ich mich drauf konzentriere, ich schmecke nur normale Cola raus. Ich schmecke nicht Vanille und Cherry. Bisschen Vanille, ganz, ganz bisschen Vanille. Ganz bisschen Vanille. Das riecht nach Cherry, oder? Ja, riecht nach Cherry, schmeckt nach Vanille und Cola. Okay, also ich muss sagen, für mich echt nur so eine 5 von 10 sogar. Okay, Leute. Oh, du gönnst dir noch eins? Ja. Ey, Leute, einmal ein Like hier für Fabian. Er ist sehr mutig hier, man merkt schon. Ey, vielleicht schmecken wir wegen denen auch nicht, dass es Vanille und Cherry ist. Weil unser ganzer Mund verbrannt ist. Nach dem Ding ist noch schärfer. Oh, echt jetzt? Oh nein, alles gut? Soll ich dir irgendwas bringen oder so? Oh, nun, ja, okay, irgendwas, keine Ahnung. Ah, ich muss gleich weinen. Oh, okay. Viel besser. Viel besser? Okay. Sehr gut, Leute. Einmal die Milch hat gerettet. Ja, die sind schon hart, bin ich ehrlich, Leute. Das sind mit Abstand die schärfsten Chips, die ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Kein Spaß jetzt. Okay, komm, dann würde ich sagen, wir probieren als nächstes. Welche? Oh ja, gerne. Und, oh, Mike and Ike, Kiwi-Banane, Punch. Besser gesagt, Mike, du likest jetzt, okay? Ja, genau. Leute, Mike and Ike, leave a like. Was? Egal. Und zwar einmal auch aus den USA, Leute. Ey, die sehen ultra lecker aus. Dann einmal hier, komm, wir machen so mehrere drauf. Alter, wie cool die aussehen. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es seht, die sehen quasi so komplett bunt aus, ne? Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, alle rein! Alter! Aber die sind echt verdammt lecker. Mhm. Die erinnern mich so ein bisschen an Mauam, oder? Aber die sind mega klebrig, oder? Mhm. Ich würde denen eine 8 von 10 sogar geben. Ich würde denen 7 von 10 geben. Okay. Und go! Okay, Leute, wir haben einmal hier zum Vergleich nochmal scharfe Chips. Alter, es tut mir jetzt echt leid, Fabian, ne? Klare Empfehlung. Okay, Leute, also wir testen jetzt einfach ganz schnell nur zum Vergleich, wie scharf die sind im Vergleich zu diesen anderen. Weißt du, was wirklich komisch ist? Es waren nur scharfe Chips hier drin, ne? Ja, aber immer wenn ich... Bro. Alter, die... Was ist das? Die stinken komplett. Ich übertreibe nicht, Leute, wirklich. Die stinken wie Bauernhof. Ey, Leute, wenn ihr im Bauernhof in den Kuhstall geht, so riecht das, oder? Geht so. Ich würde eher sagen, es riecht so wie... Ja, doch. Ja, so ungefähr. Wir probieren nur eins, würde ich sagen. 3, 2, 1, go. Vorbei. Ich bin ehrlich, am Anfang schmecken die sehr komisch, aber dann geil. Ich finde die trotzdem, die stinken so krass, ich würde die nicht essen freiwillig. 5 von 10, oder? Mhm. Okay, Leute, die nächste Sache. Also sag du, worauf hast du Bock? Das erinnert mich so an die alten Zeiten. Okay, komm, wir nehmen das. Das. Oh mein Gott. Erinnert mich so krass an die alten Zeiten. Ne? Stimmt, ey, ich habe das früher auch geguckt bei Super RTL. Mhm. Der rosa-rote Panzer. Alter, das sind so einzelne Rollen. Panzer rosa. Alter, das ist komplett pink, Digga. Riecht echt süß, ne? 3, 2, 1, go! Schmeckt mir gar nicht. Es schmeckt komisch, aber es schmeckt halt auch irgendwie noch gar nicht. Ich würde den, ey, es ist nicht böse gemeint, aber 3 von 10 würde ich geben. Ich auch. Das will ich irgendwie gar nicht, deswegen machen wir das jetzt, okay? Ja, okay. Weil ich will das einfach nicht, wirklich nicht. Warheads Cubes, Leute. Ich glaube, die kenne ich. Soll das nicht die sauerste Süßigkeit der Welt sein? Echt jetzt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, Leute, aber
Ich kenne Warheads dafür, dass die extrem sauer sind. Also Leute, ich bin mir nicht sicher, schreibt mir das in die Kommentare. Also Leute, es kann sein, dass ich mich irre, aber oh mein Gott, die sind nochmal extra verpackt. Ich glaube, die sind echt sehr krank sauer. Leute, das ist nochmal extra so in so einer Tüte. 3, 2, 1. Die sind nicht so sauer. Die sind echt mega lecker. Boah. Boah, die finde ich geil. Ich würde denen eine 9 von 10 geben. Und du? Ich auch, die sind anders lecker. 3, 2, 1. Oh, let's go. Einfach mal Fanta Watermelon. Leute, das habe ich eben aus Versehen schon einmal ausgepackt. Lol, avec jus de pastèque. Okay, ich glaube, die sind entweder aus Frankreich oder Niederlande oder so. Ey, aber Fanta habe ich echt Bock, so Wassermelone. Das sieht schon geil aus. Boah, Digga, wie viel Kohlensäure. Das setzt lieber hin. Oh, was ist das? Oh, riech mal so. Ist süß, aber auch irgendwie lecker. Ja, riecht ganz geil. 3, 2. Oh, das ist schon eine Creeper-Shirt, schade. Schmeckt nach Wasser. Mit bisschen Melonengeschmack. Ja, die schmeckt überhaupt nicht süß, gell? Wie so eine normale Fanta. Nee, die schmeckt. Stimmt, wie ganz, so. Ganz, ganz bisschen nach Wassermelonen. Ja. Gar nicht. Also stellt euch vor, Leute, ihr nehmt so Mineralwasser und quetscht da so ein bisschen Melone oben drüber. Aber ich finde es eigentlich gut. Ich mag das nicht so übertrieben süß. Also ich finde die lecker. Ich würde der so eine 8 von 10 geben. Und du? 6, ich finde das so. 6 von 10. Okay. Okay, Leute. Wir haben noch auf jeden Fall, glaube ich, zwei Sachen drin, aber zwei richtig krasse. Sollen wir mit dem unteren anfangen? Okay, dann lass das obere nehmen. Okay, Leute. Ey, aber auf das letzte, da bin ich richtig gespannt. Aber erstmal die hier. Oh, ich muss zugeben, ich finde die sehen sehr ekelhaft aus. Ja. Also da steht einfach mal so Cupcakes, Orange. Ja. Boah, also ich glaube, jetzt schon Ansage, die schmecken mir nicht. Aber mal gucken. Magst du so Cupcakes und sowas oder nicht so? Geht. Also manchmal sind die lecker, aber... Wir müssen 30k erreichen. Wir müssen. 30.000 Likes? Ja, beim nächsten, also beim letzten Video. Ja, stimmt. Könnte aber eh noch klappen. Okay, Leute, 20.000 Likes. Ihr habt's gehört. Ansage. Okay, Leute. Ich vertraue auf euch. Ja, Mann, Leute, ihr habt's gehört. Alle Like da lassen, ey. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich weiß nicht, ob die schmecken, da bin ich ehrlich. Okay. Bist du ready? Ja. 3, 2, 1. Ich habe eine gute Idee, ich verkaufe die auf dem Schulhof. Schon kann man machen. Nee. Findest du lecker? Nein. Leute? Also dieses untere liebe ich, also dieser Teig. Das obendrauf ist mal so. Ja, also ich würde sagen, um ehrlich zu sein, 4 von 10. Also es gibt schlechtere, also das ist oben immerhin ist so knusprig, so ein bisschen crunchy, eigentlich gar nicht so schlecht, aber feier ich jetzt nicht ultra. Okay, Leute, wir haben noch eine letzte Sache und die sieht richtig geil aus. Ich meine, es sind wirklich Leute mir hinterhergerannt, um diese blöde Flasche anzufassen. Ja, stimmt, das musst du mal erzählen. Du hast diese Minecraft-Flasche, ne, aus dem Mystery-Box-Video mitgenommen. Ich hatte sie gerade so in der Hand, auf einmal kommen da so Leute angerannt und wollen diese Flasche anfassen, weil Lukas sie in der Hand hatte. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Leute, wie das passieren konnte. Okay. Und 3, 2, 1. Let's go! Lucky Charms! Oh mein Gott. Und zwar S'mores. Ey, mit Marshmallow, oder? Das sind so Marshmallows. Hey, also das ist ja eigentlich Müsli, ne? Aber. Ich bin auch ein Mensch, der irgendwie Müsli einfach so zum Snacken muss. Ah, bist du so jemand? Ja. Ja, okay, ich verstehe. Das habe ich auch schon mal gemacht. Okay, Leute, also ihr seht schon, die haben hier so ganz viele bunte Sachen so mit drin. Das sieht eigentlich übelst geil aus. Können ja mal so. Sollen wir einen einfach mal nur öffnen? Ja. Kannst du einen noch zulassen? Ja. Und zwar, Leute, wir machen es jetzt mal so. Wir nehmen uns jetzt mal so eine Hand quasi mit so ein paar bunten auf, okay? So, greift ihr mal so ein bisschen. Nice. Ich greife mir auch mal so ein paar, Leute. Also, ihr seht schon, ich habe so ein paar bunte mit drin. Fabi auch. Sehr geil. Und genau. So, erstmal isst man die alle einzeln. Ja. Und dann isst man so alle auf einmal. So. Ja, kenne ich. Okay. 3, 2, 1, go! Oha. Mega die geil. Die sind wirklich verdammt lecker. Boah, Leute, die sind übelst lecker. Ey, Alter, die finde ich richtig lecker. Die würde ich mir auch so auf jeden Fall holen. Ich finde die fast schon das Krasseste aus dem Video. 9,5 von 10 würde ich denen geben. Und du? Ja, auf jeden Fall. Auch 9,5? Ja.
Okay, Leute, also ihr habt es gehört, richtig geil. War auf jeden Fall ein richtig witziges Video. Lasst nochmal ein Like da, kostenlos Abo. Schreibt, ob ihr mehr Süßigkeiten und mehr mit Fabian wollt. Ich würde sagen, lasst ein Like da, kostenlos Abo. Wir sehen uns, bis da. Ciao, ciao. Ciao.